Einen wundervollen Abend haben wir dürfen erleben hier in Therwil in einer prätschvollen Halle. Riesiges Aufkommen. Leute, die was haben wollen hören. Leute, die haben wollen das grosse Gut vom Jodler geniessen. Jetzt der Balz Canali. Balz, du bist Präsident vom wundervollen Jodlerchor von Therwil. Erzähl mir doch mal schnell, wie viele Jahre sind ihr jetzt schon aktiv? Ich glaube, es geht auch fast in Richtung Jubiläum da oben. 70 Jahre. Seit 1945 haben sich 6 Leute getroffen im Sternen in Therwil und haben den Club gegründet. 1946 sind wir aufgenommen worden, die Eidgenossen, und seitdem bestimmen wir. Und jetzt ist ja der Jodler oben Ende des Jahres eine grosse Tradition hier in Therwil. Ja. Dieses Jahr haben wir spezielle Gäste eingeladen. Was haben wir gemacht? Es ist ja so, Danny, wir haben eigentlich immer spezielle Gäste. Aber jetzt haben wir ganz spezielle Gäste. Wir sind auch schuld, dass wir die Hallen so haben füllen, wie es jetzt hier ist. Und wir sind stolz, wir haben Freude. Wir haben auch Freude, dass wir uns. Sag doch einmal, wer es ist. Die Leute wissen es gar noch nicht. Wie? Wer ist es? Die Gäste. Wer sind die speziellen Gäste? Spezielle Gäste, das ist der Jodlerclub Eisenberg. Bekannt auf Fernsehen, Radio. Ja, also die, die es jetzt vielleicht nicht gerade wissen, das sind die, die ewige Liebe so wunderschön umdeutscht hat, gell? Also wenn Eisenberg sagt, dann weiss man ewige Liebe. Ich sage das Wort nicht so gern. Ich habe sag's jetzt offen und ehrlich, ich habe das ein bisschen gehasst. Wie alles, was ein Schlager ist, der Gassenhauer ist mit der Zeit. Einfach noch das Jodeln übernehmen. Genau, ja. Ja. Aber ich finde, und da hören Sie ja jetzt dann auch gerade, die Wiesenberger haben gezeigt, dass sie natürlich im hohen Jodel gut wirklich auch fähig sind. Empfunden so. Ich meine, die haben auch viel geschafft und bei ihnen hat man so ein das Gefühl, die machen ja glaube die ganze Woche nichts anderes. Ja, nein, es ist natürlich so. Wir singen wie sie auch aus Freude. Und sie haben jetzt einfach das Feeling oder das Ding, dass sie die Leute beieinander haben, die sie brauchen. Wir können fast ein bisschen jalous sein, aber wir wollen unseres. Wir können nicht in Schatten stellen. Wäre schade für die guten Stimmen, die wir haben. Gut, jetzt wollen wir natürlich die anderen Gäste nicht auch noch außer Acht lassen. Es ist nämlich losgegangen am Anfang zuerst mit einem fulminanten Quartett. Wer ist das? Das sind die Schweizer Rögeli-Quartett, die Effekte von Therwil. Wir sind bestrebt, ein bisschen einheimische Gäste auszupflegen. Dann als zweites haben wir ja die Talborn-Gruppe 99er. Auch das sind auch ein Teil des Dorflebens, der Kultur, oder? Ja. Und das ist ja eine riesige Kultur mit dem Jodeln. Ich nehme an, ihr werdet auch wieder neue Mitglieder wollen aufnehmen, wenn es wieder losgeht. Wie ist das bei euch, Probebetrieb im neuen Jahr? Wann ist das angesagt? Wir sind immer an einem Montag zu oben. Kennen mal Thais, haben wir unsere Probe oben in der Aula. Und wir sind natürlich um jede Stimme froh, auch wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann nicht jodeln. Wir suchen Sänger, nicht nur Jodler. Ja, und jeder, was man auch noch muss sagen, gell? Also beim Jodeln ist es so, sie haben ja meistens einen, und das seht ihr auch hier wieder an den Aufnahmen, der dann den Jodel muss anziehen. Und im Hintergrund braucht es einfach ein richtig gutes Jo, oder? Es hört auch immer mit Jo auf. Ja, Fundament muss natürlich da sein. Muss auch ein Hintergrund da sein. Der Jodel allein ist sehr schön, aber er ist schöner, wenn er fundamentiert ist, also untergraben oder begleitet wird von Bass oder von erste, zweite Pass von Tenor, erste, zweite.
Und du merkst, wir beide sind schon klatschnass, schon nur, wenn wir über das Jodeln reden. Der Balz ist natürlich immer noch unter dem Eindruck von der ersten Halbzeit. Und bei mir ist es auch warm geworden, vor allem warm ums Herz. Also ich hoffe, ihr behaltet die Augen und Ohren offen für die nächsten Jodler-Events hier in der Region. Und jetzt habe ich es gerade nicht im Sack, aber es wird jetzt unten eingeblendet. Ich habe gesehen, der Männerchor von Therwil macht Anfang Januar auch noch ein grosses Event. Weißt du etwas davon? Ja, das ist der Männerchor oben. Das ist immer ein ganz toller oben. Nur zu empfehlen. Wie ist denn das? Sind denn ihr dort wieder im Service dabei? Nein. Weil die einander immer ein bisschen helfen, oder? Ja. Nein, wir sind eigentlich zu wenig Leute, die ihnen können aushelfen können, aber wenn es möglich ist, selbstverständlich. Aber wir sind als Gäste präsent und das ist auch wichtig. Gut, dann machen wir noch schnell einen privaten Abschluss. Also das war es vom Jodler oben und an dieser Stelle noch Heinz. Ganz liebe Grüße.